Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen hier am Waisenhäuser Strand, wo wir an unserem ersten Tag zunächst einmal nach dem Auspacken der Koffer die Anlage erkundigen wollten. Das haben wir auch gemacht und dieses hier ist das Ergebnis. Zum Schluss gab es für uns dann noch den Gang zum Strand, um den Sonnenuntergang zu erleben. Und nun wünschen wir euch ganz viel Spaß bei unserem kleinen Filmchen hier. In der Dünengalerie gibt es so einige Restaurants, wo man lecker essen kann. Allerdings solltet ihr für diesen Fall, dass ihr dort essen wollt, egal ob Frühstück oder Abendessen, immer genügend Geld in der Tasche haben. Denn günstig sind alle Restaurants nicht. Solltet ihr die Ferienparkanlage gar nicht verlassen wollen, dann seid ihr auch hier ganz gut aufgehoben. Die Kleinsten können Autoscooter fahren, natürlich gegen Gebühr. Die etwas Größeren spielen vielleicht eine Runde Minigolf oder leihen sich am Minigolfstand ein paar Fahrräder, um die Gegend zu erkunden. Also hier ist schon eine Menge möglich. Abenteuer-Dschungelland besuchen wollt, heißt es, Portemonnaie zücken, denn auch hier kostet der Eintritt Geld, die Preise blende ich euch gleich ein. Allerdings bekommt ihr dafür auch ein paar wunderschöne Reptilien zu sehen, so sie denn sichtbar sind. Ihr müsst schon ein wenig suchen, wir waren am Abreisetag da. Allerdings wäre es trotzdem schön, wenn in einem solchen Ferienpark schon einige Sachen mit im Preis inkludiert wären, der ja auch nicht gerade günstig ist, wenn man sich eine Wohnung bucht. Wenn man dann mit den Reptilien durch ist, das heißt alles angeschaut hat, kann man weiter einige andere Aktivitäten hier im Gebäude nutzen. Leider kosten die auch wieder Gebühr, so heißt es wieder Portemonnaie zücken. Die Preise sind hier eingeblendet. Einige Sachen sind dann aber doch kostenlos, so wie zum Beispiel dieser kleine Kletterparcours hier in der Dünengalerie. Wenn euch unsere Filme gefallen und ihr nichts mehr verpassen wollt, dann aktiviert doch einfach die Glocke und so verpasst ihr keinen Film mehr von uns. Ja, irgendwann braucht man dann auch mal was zu futtern. Wir haben uns am ersten Tag das American Diner ausgewählt. Dort gab es auch wirklich sehr, sehr leckere Sachen, muss man sagen. Wie hier zum Beispiel das Chili con Carne, das wir als Vorspeise hatten. Und als Hauptgang gab es dann für uns jeder einen Burger und für meine bessere Hälfte Süßkartoffelpommes, für mich normale Pommes und dazu ein Glas Sinalco-Cola. Auch hier sollte das Portemonnaie etwas größer sein. Gut gesättigt machten wir uns dann auf den Weg zum Strand.
Es war schon einige Schritte zu laufen, aber beim Sonnenuntergang wurden wir dann auch für den Weg entschädigt. Stühle hatten wir ja auch noch und da kommen sie auch schon. Besuch haben wir schließlich auch noch bekommen.
So, ihr Lieben, so langsam kommen wir zum Ende unseres kleinen Filmchens. Wir hoffen, ihr hattet ein wenig Spaß dabei und die Bilder haben euch gefallen. Wenn es so ist, dann würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet. Und wenn ihr keinen Film mehr verpassen wollt, dann aktiviert doch einfach die Glocke. Bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, bleibt oder werdet gesund. Und wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid.